Hallo, liebe Freunde. Ja, die Gesellschaft heutzutage ist gerade in den letzten Jahren ziemlich gespalten. Um viele Fragen geht es da. Und bei den meisten ist es immer so, die Flüchtlingsfrage, die zerstreitet sogar Familien. Die einen sind dafür, die anderen sind nicht so dafür. Die anderen sind sehr skeptisch, die anderen sind sehr engagiert und wollen Flüchtlinge helfen. Ja, wie kann man wirklich Leuten helfen, die in Not sind? Und da möchte ich gerne den Fokus so ein Stück auf Nigeria wenden. Nigeria kennt ihr wahrscheinlich so vom Hören, ist in Westafrika. Und hier gibt es sehr viele Binnenflüchtlinge, die vom Norden in den Süden fliehen. Warum? Da gibt es also diese islamistische Terrorgruppe Boko Haram, IS ist dabei und da gibt es verschiedene andere Splittergruppen, die wollen die Christen in den Norden vertreiben. Da werden sehr viele umgebracht und viele Kinder und viele Witwen, die fliehen in ihrer Not in den Süden. Der Süden ist übrigens auch christlich orientiert und da gibt es verschiedene Camps. Hier sind wir in einem Camp von Internationalen Zentrum für Mission in der Nähe von Benin City. Und hier leben ungefähr über 4000 Kinder, einschließlich auch vieler Witwen. Und wir wollen heute einfach mal einen kleinen Rundgang machen. Ich will euch mal zeigen, wie es hier so abläuft und wie man vielleicht auch hier den Kindern vor Ort helfen kann. Das ist zum Beispiel eine Gemüsepflanze, die sehen aus wie kleine Guigen und die werden dann im Prinzip zum Essen benutzt. Ne? Man kann die also essen als Beilage oder als Suppe oder als Soße. So, wenn wir jetzt hier weiterlaufen, auf der rechten Seite unschwer zu erkennen Bananen, was wir Deutsche gerne essen. Aber hier unten nicht so erkennbar, aber wenn wir mal ein bisschen genau gucken, Ananas. Ne? Also hier hat man schon kleine Ananaspflanzen. Ja, hier seht ihr das einfach. Ja, die werden natürlich noch ein bisschen größer, die sind noch ein bisschen sehr klein. Aber das ist natürlich auch gut für die Jungs, ne, und für die Mädels, dass sie hier auch Vitamine mitbekommen. Ja? Okay, hier hat jemand schon eine Machete. Ja, you want to walk? Here? You want to cut grass? Show me how to cut grass. Show me how to cut. Show me. Show me how to... So wird Rasen gemäht. Ah, okay. Okay, thank you very much. Hier sind wir im landwirtschaftlichen Bereich. Hier geht es darum, Kühe zu züchten oder auch Schafe. Hier haben wir ein paar Schafe. Es ist jetzt erstmal nicht viel, aber es ist erstmal ein Anfang, um den Menschen also dort zu helfen, in dem Camp zu helfen, dass sie praktisch auch sich selbst ernähren können. Das ist derjenige, der so ein bisschen zuständig ist jetzt für die Kühe und für die Schafe. How many sheep do you have now? Have two. Two. Also zwei Schafe und how many cows? Four. Four? Yes. Okay. It's not much. Yes. Okay. Yes. Okay. Okay. And you try to make new ones? Or? Yes. Okay. Also er hat jetzt gesagt, die produzieren sich selber. Also wir hoffen also, dass da noch mehr entsteht und dass dann die Ernährung auch mit Fleisch gesichert ist, auch für die Kinder. Hier haben wir Wassertonnen. Ja.
Ja. Ich hoffe, es schmeckt. Das ist Wasser. Immer durch, ne? Das wird aber von einem Brunnen. Ja, hier gibt es auch etliche Brunnen. Die sind hier. Also hier hinten sind Toiletten. Die sind aber schon ziemlich alt. Ja, sieht man einfach. Und der Lärm ist natürlich erdrückend. Ja. Und es werden also für, wenn man jetzt so viele Leute hier in diesem Camp hat, werden auch Toiletten gebraucht. Die müssen ja alle mal aufs Klo gehen. Und da könnt ihr euch vorstellen, was da auch gebraucht wird. Ja, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Hier hinten haben wir Wäschestangen. Also die Jungs, die müssen dann auch ihre Wäsche waschen, selber waschen. Ja? Die müssen wir selber trocknen. Hier haben wir überall Möglichkeiten zwischen den Bäumen oder hier. Ja? Also wir müssen es auch selber verwalten. Das ist natürlich auch eine schwierige Aufgabe und auch nicht so eine ganz so einfache Aufgabe für die Kinder. Okay. Hinten können die Jungs waschen. Manchmal können sie sich selber waschen oder sie waschen jetzt ihre Kleidung. Ja, jeder ist da für sich selbst jetzt letztendlich verantwortlich. Hier vorne können sie ein bisschen ausruhen. Ne? Und hier sind die ganz verschiedenen Häuser, wo die Jungs wohnen. Ja? Ist ein bisschen beengt, werden immer wieder neue Häuser gebraucht. Jetzt bin ich aber gespannt, was das hier ist. Hallo? What do you do here with this? I want to spray the ant. Ant? Yes. Ach, es geht jetzt so gegen Ameisen und Viehzeug. Yes. Also against snakes? Yes. Auch gegen Schlangen. So, dass das ist ein riesengroßes Camp, das müssen wir dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Quadratmeter oder wie viel Hektar, das ist riesig. Und damit die Kinder jetzt nicht irgendwo Probleme kriegen mit Schlangen und Ungeziefer, wird hier Gift aus, ne? So Gift, Poison, Poison. Yes, yes. Also das Gift drin und dann wird ringsrum wird das Camp geschützt, damit keine Schlangen oder anderes böses Gezier dann hier reinkommt in das Camp. Okay, thank you very much. Yeah. And then God bless you. God bless you. Okay. Das Camp ist geteilt in Jungs und Mädels, also Männlein und Weiblein und Familien, damit da nichts passiert zwischen den beiden. Ja, liebe Freunde, hier wird gekocht für alle. Für die Jungs wie für die Mädels, wenn man hier hinten guckt. Also gibt es keine grünen Klöße, sondern hier gibt es Kari, das ist so eine Art Manjo. Das ist so ein selbst hergestellter Ball. Tja, frag mich mal nicht als Kunststoff, als gebrauchte Kleidung, als irgendwelchen Material, aber guck mal, so schlecht sind die Bälle nicht. Alles von den Jungs selber gemacht. Ah, okay. Schimmi, das hier. Ah, look. Also das ist aber auch schönes Auto. Hat sich direkt was einfallen lassen. Sehr schön. Die meisten Kinder haben natürlich auch Unterkünfte auf der rechten Seite, auf der linken Seite. Aber manchmal ist die Not so groß, weil immer wieder neue Kinder dazukommen, dass sie einfach nur auf dem Handtuch oder auf dem Teppich hier schlafen können im Freien. Während der Trockenzeit geht das, bloß während der Regenzeit ist es halt ein bisschen schwierig und deswegen wird alles daran gesetzt, dass neue Gebäude auch gebaut werden. Aber dazu braucht es natürlich auch ein bisschen finanzielle Mittel dazu. Und im Hintergrund hört ihr wunderschöne Musik. Und zwar ist das Lobpreismusik vom Stamm der Haushalt. Ja, das klingt schon sehr gut. Das ist also die Mädels, die üben schon 30 Treppen.
Mathematik? Yes. Das war difficult, oder? Huh? Yes. Hä? Huh? Okay, are you in a secondary school or primary school? Secondary school. Hä? Huh? Secondary school. Secondary school? Yes. Okay, also secondary school bedeutet im Prinzip, das geht, man kann also nur, wie bei uns in Deutschland vielleicht den Realschulabschluss machen oder auch das Abitur hier ablegen. Es gibt hier eine Grundschule und es gibt praktisch hier eine höhere Schule, wo man dann Realschulabschluss machen kann oder halt das Abi machen kann. Und er macht gerade Mathematik, wie ich das so sehe. Ah, hier wird studiert. Ah. Good morning. Good morning. What are you studying now? I'm studying English language. Ah, er studiert jetzt englische Sprache. Yes. That is very important to speak English. Yes, sir. I'm going to study medicine. Medizin? Yes. Are you a student? Yes. Hey, jetzt habe ich mich total geirrt. Das ist ein Student der Medizin. Das ist ja das Tolle daran. Hier gibt es auch sehr viele Studenten, die haben es also geschafft, Abi zu machen hier in diesem Camp und können jetzt auch an die Universität gehen. Einige haben hier einen Studienplatz bekommen an der Universität in Benin City, verschiedene Fächer zu studieren, aber momentan kann er jetzt nicht anfangen, weil es hohe Studiengebühren gibt. Also sie müssen vorher bezahlt sein, ansonsten kann derjenige einfach nicht anfangen zu studieren. Ja, ich hoffe, hier sind Nähmaschinen. Ich hoffe, die können Kleidungsstücke machen. Ja, ich werde mal fragen. Can you help me to make some clothes? Sie hat gesagt, ja, das geht. Aber ich habe gehört, you are a teacher. Also sie ist eine Lehrerin. You are a teacher? You teach the... Yes, I teach the women. The women. Yes. Also sie lehrt praktisch die Witwen hier, damit sie nähen können und einfach sich für sich zu Hause oder vielleicht mal ein Geschäft aufbauen können, um anderen zu helfen, dass sie meinetwegen auch irgendwas dazu verdienen, um einfach das zu lernen. Das sind hier alles Witwen, die hierher kommen und die werden hier gelehrt, was zu machen. Okay? Sie will mir das jetzt beibringen, ja? Wie man jetzt näht. Ich habe noch nie mein Leben genäht. Also ich kann schon nicht an die Spender. Ja. Ah. Ihr seht, das näht. Ah. Ich kann nähen. Also ist das nicht wunderbar? Yes. Eine wunderbare Maschine, ja. Yes. Haus oder sagen wir mal in der ambulanten Station. Hallo? Hello, sir. I want to greet you. Good afternoon. Good afternoon, ja. How are you? I'm fine. I'm not. Ich bin nicht krank. Aber okay. Ich will trotzdem Fragen stellen, okay. Weil hier sind ja einige Betten hier. You have some beds here, right? Yes. Okay, we put here in case we have patients that we need to light, in case we want to put up every flu. Okay. The patient is very weak, we want to give injection with the light here. Okay. Also wenn jetzt Patienten sind hier in dem Camp, das ist eine ambulante Station. Also wenn die schwach sind, dann können sie sich auch mal hier hinlegen oder wenn eine Injektion gegeben wird, dazu ist sie da. Another question is, are you a nurse? I'm a nurse midwife. I'm a midwife. Wow. I'm a professional nurse, I'm a midwife. Also wenn jetzt jemand entbinden will, der kann gerne zu ihr kommen. Das ist praktisch eine Krankenschwester hier auf der Stadt. Hier werden gerade Schuhe verteilt oder Kleidung. Na, hier sind mehr Schuhe. Genau, jemand hat da mal Schuhe gespendet. Wir haben jetzt sehr viel gesehen in diesem Camp, was mit den Kindern geschieht, mit den weißen Kindern, mit den Witwen. Wir haben gesehen, dass sie in die Schule gehen, dass sie Essen bekommen, dass sie versorgt werden, diese Unterbringungsmöglichkeiten, die doch ein bisschen ja, mal gut sind und mal nicht so gut sind. Und wir haben gemerkt, dass sich hier in dem Camp wirklich wird sich darum gekümmert, um die Witwen und Waisen, dass sie hier wirklich ein Leben haben, was sich auch lohnt. Und jetzt ist immer die Frage, wie können wir als Deutsche, wie können wir Flüchtlingen helfen? Hier sind es ja Binnenflüchtlinge, die auch einen weiten Weg hinter sich haben, vielleicht so
keine Ahnung, 500, 600 Kilometer von dem Norden in den Süden geflohen sind und jetzt in Sicherheit sind. Ein Punkt, der ist ganz wichtig, der liegt hinter mir. Und zwar geht es hier darum, es ist ein christliches Zentrum. Das heißt, hier wird der christliche Glaube auch gelebt und werden auch erzogen und gelehrt, wie man sich zu verhalten hat und wie Gott einfach auch an ihnen wirkt. Viele Kinder sind auch mit Traumata gekommen. Also sie haben geweint, sie haben wirklich schlimme Dinge erlebt. Die Eltern sind umgebracht worden. Und wenn wir aber weiter einfach mal durchgucken, wie es den Kindern jetzt geht, merkt man doch, es hat sich was verändert. Und das ist, denke ich mal, sehr wichtig, dass die Menschen hier verändert werden zum Positiven. Und hinter uns ist das Scheibe-Chip-Zentrum. Man kann sagen, das ist eine Kirche. Da finden die Gottesdienste statt, da finden Bibelstunden statt, da finden verschiedene Veranstaltungen statt, dass sie auch über den christlichen Glauben gelehrt werden. Und das ist eine der Grundlagen auch hier. Diese Fürsorge für alle, die kommen, die in Not sind. Und ich denke, das ist das, was wir auch wollen, dass wir den Menschen auch vor Ort helfen können. Dass sie jetzt nicht irgendwo über die Wüste gehen müssen, übers Meer gehen müssen, ihr Leben riskieren müssen, um eine Zukunft zu haben. Sie haben auch in diesem Land eine Zukunft. Und das, denke ich mal, ist sehr wichtig, dass sie in diesem Land eine Zukunft haben. Und es braucht aber immer wieder Hilfe von uns. Weil ein Großteil, was ihr hier gesehen habt, wird vom Ausland finanziert. Also von Christen, von Kirchen, von Vereinen, die diese Not hier einfach sehen. Und die Regierung, die macht hier nicht viel. Die kümmert sich kaum um ihre eigenen Leute. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir hier, wenn wir hier Geld geben, wenn wir hier was finanzieren, kommt das direkt dort an und dort werden auch die Gebäude gebaut, die Lebensmittel versorgt, alles was hier ankommt, kommt auch hier wirklich an. Ja, das ist das, was ich euch eigentlich sagen wollte. Vielen Dank fürs Zuschauen.